Durch die verschobene Eröffnung des BER hat sich die Auslastung des Flughafens Tegel aufs Äußerste verschärft. Dazu kommt, der Flughafen liegt mitten in einem Wohngebiet. In der sogenannten Sicherheitszone 2 leben ca. 400.000 Menschen. Wir stehen vor dem Friedrich-Engels-Gymnasium. Das ist eine von vier Schulen, die im Umkreis von 4 Kilometern bei Staats direkt überflogen werden. Noch vor kurzem hatte auch Johannes Hauenstein geglaubt, die Probleme rund um Tegel seien ausgestanden. Jetzt wird der ehemalige Sprecher einer Bürgerinitiative gegen Fluglärm wieder aktiv. Also in der Schule sind täglich ungefähr um die 1000 Schüler, samt der Lehrer, die da eben unterrichten. Es gibt zwar normale Brandschutzübungen, das heißt, die Schule wird mal evakuiert. Es gibt aber überhaupt keine Idee, was man machen sollte, wenn hier ein Flugzeug zum Beispiel vor oder auf die Schule fällt. Was ich schlimm finde, ist, dass der Berliner Senat da nicht den Hauch einer Idee hat, wie man mit diesem Problem umgehen soll. Das hier ist eine weitere Posse des Senats zu Sicherheitsfragen am Flughafen. So ungefähr einen Kilometer hier hinter uns beginnt das Wasserschutzgebiet am Tegler See. Und deswegen dürfen durch diesen Wald, über die Bernauer Straße, keine Tanklastwagen fahren, zum Beispiel überhaupt keine Gefahrenguttransporter. Das bedeutet, dass zum Beispiel die 3 Tanklastzüge mit insgesamt 90.000 Litern Kerosin, die man braucht, um den New York-Flug zu betanken, die dürften da nicht durchfahren. Aber die Maschine nach New York startet vom Flughafen Tegel mit diesen 90.000 Litern Kerosin und überfliegt in niedriger Höhe genau dieses Wasserschutzgebiet. Allein auf Reinickendorfer Seite werden 3 Tankstellen in niedriger Höhe direkt überflogen. Vor Jahren bereits hatte Johannes Hauenstein beim Berliner Senat über die Fraktion der Grünen eine kleine Anfrage zu dem Problem Flugzeugabsturz über Tankstellen starten lassen. Da hat man mir geantwortet, wenn das denn passieren würde, was natürlich eigentlich kaum nie vorkommt, weil es ja keine Flugzeugabstürze gibt, aber wenn das passieren würde, dann wäre wohl nicht damit zu rechnen, dass die dann eintretende Katastrophe durch den Aufschlag auf die Tankstelle noch erheblich vergrößert würde. Ja, die Sicherheitsprobleme vom Flughafen Tegel, die beginnen eigentlich gleich hier auf dieser Brücke über den Hohenzollernkanal. Man hat Zuf- und Abfahrt des Flughafens nicht trennen können aufgrund der Westberliner Insellage, hat das sehr eng zusammengebaut. Das bedeutet, wenn hier auf der Brücke zum Beispiel einer der Kerosintanker havariert oder wenn ein BVG-Bus in Brand gerät, dann haben sie gleich das Problem, dass sie die Brücke komplett sperren müssen und damit ist der Flughafen Tegel nicht mehr erreichbar und nicht mehr zu verlassen. Wir stehen hier vor einem 110 Meter langen Tunnel. Das ist die einzige Zu- und Abfahrtsmöglichkeit für den Flughafen Tegel. Oben drüber fahren noch die voll betankten Flugzeuge. Wenn in diesem Tunnel ein BVG-Bus havariert, muss der gesamte Tunnel gesperrt werden aufgrund der Rauchentwicklung. Sie können die Menschen aus dem Flughafen raus dann nur noch über das Rollfeld zwischen die Flugzeuge bringen. Eine völlig absurde Vorstellung, geht überhaupt nicht. Ja, wir stehen hier vor der wirklich mit Abstand kritischsten Stelle des Flughafens Tegel. Sie sehen hier oben die Haupthalle und Sie sehen unten die Zu- und Abfahrt in den Innenring, also in dieses Abfertigungssechseck, was so beliebt ist. Einfach mal angenommen, die Haupthalle gerät in Brand. Die Menschen müssen im Grunde genommen auf das Vorfeld zwischen die Flugzeuge evakuiert werden. Das ist auch wie viele andere Sachen nicht mehr zeitgemäß, das geht so nicht mehr. Der Fluchtweg wird zusätzlich durch diese Hindernisse erschwert. Das Terminal C östlich des Sechsecks verfügt nur über eine Sackgassenzufahrt. Hier kann kein Rettungsfahrzeug mehr durch. Einst war der Bau von U- und S-Bahn-Anschluss vorgesehen. Das hätte die Lage entschärft. Ohne Prüfung des Katastrophenschutzes haben die Betreiber die Kapazität mehr als verdreifacht. Die Flughafenanlage selbst war einmal für 5,5 Millionen Passagiere pro Jahr ausgelegt. 2012 wurden 18 Millionen durch die Anlage gepresst. Wir hatten in den letzten Wochen hier 2 durchaus problematische Vorfälle auf dem Flughafen. Die Einschläge kommen näher und das wird auch schlimmer werden. Dieser Flughafen steuert mit seiner Verkehrspolitik einfach auf die Katastrophe zu. Was ist den Verantwortlichen zu raten?
Also mein Vorschlag wäre einfach Rückkehr zu den alliierten Sicherheitsstandards aus Mauerzeiten, nämlich nur noch die nördliche Start- und Landebahn zu benutzen und die Südbahn nur noch als Ersatzbahn, Havariebahn bereitzuhalten. Das würde insgesamt bedeuten, dass sich der Flugverkehr in Tegel auf ein sicherheitspolitisch halbwegs akzeptables Maß reduziert. Es besteht Handlungsbedarf. Das haben die Flughafenbetreiber erkannt. Sie wollen 20 Millionen in Tegel für den Ausbau von Heizung, Gepäckabfertigung, Rollwegen und Toiletten investieren. Katastrophenschutz? Fehlanzeige. Über 20 Jahre hat Dr. Schmidt an der Sanierung der Tagebaulandschaften mitgewirkt. Es ist sein Lebenswerk. 1993 wurde die Arbeitsgruppe aufgelöst, weil sie nicht mehr notwendig war. Überflüssig schien den Verantwortlichen auch diese Grubenwasserreinigungsanlage. Mit Inbetriebnahme des Tagebaues Seese Ost etwa vor 30 Jahren wurde diese Anlage errichtet und diente bis 1993 zur Reinigung des Fettschauer Mühlenfließes. Zurzeit fließt dieses Wasser an der Reinigungsanlage vorbei. Ich nehme auch an, dass das seit 10 Jahren so hier erfolgt ist. Seit 10 Jahren wurde also das Fettschauer Mühlenfließ an den Reinigungsteichen vorbeigeleitet. Jetzt will man die Anlage wieder in Betrieb nehmen. Aber ist das ausreichend? Es ist so, dass der Zustand, der gegenwärtig hier offensichtlich ist, durch Braunfärbung gekennzeichnet, vermuten lässt, dass auch die anderen Reinigungsanlagen nicht funktionswirksam sind. Ganz egal, wo man in der Lausitz auch hinfährt, an den Zuflüssen zum Spreewald sieht man überall nur rostrotes Wasser. Greifenhainer Mühlenfließ, Grebendorfer Mühlenfließ, Fettschauer Mühlenfließ. Die schlammige Brühe in diesen einstmals klaren Gewässern hat einen pH-Wert von 5 bis 6. Die Säure und der braune Eisenocker vernichten das Leben im Wasser. Roland Mehnert, ein besorgter Bürger, äußert sich. Ja, also wir haben das ja schon seit mehreren Jahren gemerkt, aber im vollen Jahr ist es ganz massiv geworden, die Färbung. Und es ist schon ein trauriger Zustand. Also das wird sich auf den Tourismus auf jeden Fall gravierend auswirken. Wie lange darf man mit Gegenmaßnahmen noch warten? Dazu äußert sich Martin Waldhausen in einem Telefoninterview. Also aus unserer Sicht, ich bin jetzt kein Fachmann für die Gewässerbelastung vor Ort, sollten Sofortmaßnahmen ergriffen werden, denn es ist offensichtlich ein Prozess, der nicht sehr langsam voranschreitet, sondern auch relativ schnell. Und wie gesagt, wenn das Netz der Fließe im Spreewald weiter beeinträchtigt wird, umso schwieriger wird es natürlich dann auch, die Anforderungen, die an einem Biosphärenreservat existieren, weiter zu erfüllen. Mit anderen Worten, wenn die Anforderungen an ein Biosphärenreservat nicht mehr erfüllt werden, dann ist es keins mehr. Wenn alles richtig gelaufen wäre, stünde auf diesem Schild Baden erlaubt. So war es jedenfalls geplant. 1992 sollte hier ein Naherholungsgebiet für die Bergbaugeschädigten entstehen. Es sind Zeltplätze und auch bereits Parkplätze vorgesehen, also ein Zentrum für Naherholung des Einzugsbereiches Lübbenau-Fettschau. Wir sehen hier die zwei Betonbecken der ehemaligen Grubenwasserreinigungsanlage, die leider sinnloserweise abgebrochen worden sind. Die Trümmer der Abwasserreinigungsanlage liegen ein paar hundert Meter weiter im Wald. Für die Sanierung der ehemaligen Bergbaugebiete standen 3,7 Milliarden Euro zur Verfügung. Was wurde davon eigentlich gebaut? Zum Beispiel für 1,2 Millionen eine Marina an einem Essigsee. Der Schlamdorfer See hat einen pH-Wert unter 3. Das ist der Säuregehalt von Essig. Man wusste das auch schon vor der Flutung des Tagebau-Restlochs. Ein Bericht des Umweltministeriums aus dem Jahr 2006 bezieht sich auf Daten der LMBV. Zitat:
Nach Flutungsende werden folgende pH-Werte erwartet. pH kleiner 3, Schlabendorfer See. Solches Wasser ist weder zum Baden noch für anderen Wassersport geeignet. Wozu dient da eine Marina? An dieser Stelle befand sich ebenfalls eine Grubenwasserreinigungsanlage. Man hielt sie nicht mehr für notwendig. Dafür baute man 200 Meter weiter ein Wehr. Hier floss das Wasser jahrelang ungehindert ab. Damit hat man billigend in Kauf genommen, dass dieses Wasser abgeleitet worden ist in die Wudritz. Nach unserer Januarsendung wurde dieser Abfluss verschlossen. Der Pressesprecher der LMBV teilte uns mit, Zitat: Es erfolgte umgehend eine Reparatur der Wehranlage, sodass ein unkontrollierter Abfluss aus dem Schlabendorfer See in die Wudritz unterbunden ist. So neu wie das Schloss am Wehr sind auch die rund um den See angebrachten Verbotsschilder. Sollten die Probleme auf diese Weise gelöst werden? Am anderen Ufer des Sees befindet sich der Lorenzgraben. Hier fließt ebenfalls seit Jahren das Wasser ab. Der Lorenzgraben mündet in die Wudritz. Dazu nochmals der Pressesprecher der LMBV. Die LMBV hat keine Ableitung von ungereinigtem Wasser aus dem Schlabendorfer See veranlasst. Die Wehranlagen befinden sich in einem stark vernachlässigten Zustand. Seit Jahren hat hier niemand mehr eine Wartung vorgenommen. Nachdem seit mehreren Jahren an dieser Stelle stark verunreinigtes Wasser in die Natur abgelassen wurde, stellt das Bergbauamt im Februar 2013 fest, Zitat: Die Ausleitung in Lorenzgraben und Wudritz ist ohne Wasserbehandlung nicht genehmigungsfähig. Die Aussage ist zutreffend. Wir haben Wasserproben genommen und von einem zugelassenen Labor untersuchen lassen. Das Ergebnis: Die Wasserprobe 2, Schlabendorfer See, hat einen Sulfatgehalt von 170 Milliliter pro Liter und einen pH-Wert von 2,7. Das ist 7-mal mehr als für Trinkwasser zugelassen und 3-mal saurer als normales Wasser. Die meisten anderen Wasserproben weisen ähnlich abnorme Werte auf. Die Braunfärbung des Wassers ist noch das kleinere Übel. Viel schlimmer ist die Sulfatbelastung. Sie führt zu großen Problemen bei der Trinkwassergewinnung. Bereits 2008 stellten die Berliner Wasserbetriebe in einem internen Bericht fest, Zitat: Bei einer Eingangssulfatkonzentration von 300 Milligramm pro Liter kommt es zu einer Überschreitung des Grenzwertes von 240 Milligramm pro Liter im Wasserwerk Friedrichshagen. Ihr kann nur durch eine Außerbetriebnahme des Wasserwerks begegnet werden. Betrieblich wird derzeit keine technisch und wirtschaftlich realisierbare Lösung gesehen. Die vom Wasserwerk Friedrichshagen geförderten 56 Millionen Kubikmeter pro Jahr umzuverteilen. Soll heißen: Für das Wasserwerk Friedrichshagen gibt es bei einer Überschreitung der Grenzwerte keinen Ersatz. Dann wäre die Trinkwasserversorgung großer Teile Berlins gefährdet. Dieses Szenario ist nicht aus der Luft gegriffen. Brandenburgs Umweltministerin Tack sprach im Landtag von einem anzustrebenden Grenzwert von 450 Milligramm pro Liter im Spreewasser. Äußerst skeptisch beurteilt auch die grüne Bundestagsabgeordnete Cornelia Behm die Lage. Es ist ja nicht nur ein Problem der Verockerung, sondern außerdem haben sich hier ja auch Sulfate gebildet. Die Sulfate sind munter auf dem Weg nach Berlin. Es ist also auch das Berliner Trinkwasser gefährdet. Was wird dagegen getan? Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was dagegen getan wird. Es wird immer gesagt, Sulfat ist ja nicht giftig. Und die Mengen, die bisher in der Spree sind, die sind gar nicht problematisch. Und das ist ein Verdünnungseffekt und wir passen da schon auf. Ich denke, ein weiter so wie bisher darf es nicht geben. Es darf weder hier das Trinkwasser noch erst recht in Berlin das Trinkwasser gefährdet werden. Und für mich ist es auch völlig unverständlich, warum es keine Grenzwerte für Sulfat für die Einleitung gibt. Es gibt zwar ein Trinkwasser, Grenzwert, aber keinen Einleitwert. Und ich glaube, dass man da auch noch mal neu drüber nachdenken muss. Dr. Dirk Schmidt war entsetzt, als er die Folgen dieser Umweltkatastrophe sah. Schriftlich wandte er sich an die zuständigen Stellen und bot seine Unterstützung an. Meist hielt man eine Antwort nicht für notwendig. Besonders bemerkenswert ist das Schreiben des Landesumweltamtes. Darin heißt es, Zitat: Seien Sie versichert, dass das Biosphärenreservat gemeinsam mit dem LUGV
alles Notwendige tun wird, um die Eisenhydroxidbelastung des Spreewalles zu minimieren. Das kann man nur hoffen. Glauben kann man es nach dem derzeitigen Stand nicht. Liebe Brandenburgerinnen und Brandenburger, Berlinerinnen und Berliner, ich freue mich über den grandiosen Erfolg des Volksbegehrens für ein Nachtflugverbot von 22 bis 6 Uhr und gratuliere den Initiatoren sowie den vielen engagierten Bürgerinnen und Bürgern. Das erste erfolgreiche Volksbegehren in der Geschichte Brandenburgs. Die weit über 100.000 Stimmen haben gezeigt, dass es den Menschen nicht egal ist, wann über ihren Köpfen geflogen wird und dass die rot-roten Regierungsfraktionen gut beraten sind, ihre ablehnende Position für ein Nachtflugverbot von 22 bis 6 Uhr zu überdenken. Bisher steht die Landtagsfraktion von Bündnis 90 Die Grünen als einzige Fraktion für ein solches Nachtflugverbot am BER. Diese Forderung hatten wir bereits 2010 in den Landtag eingebracht. Die Koalitionsfraktionen von SPD und Linke lehnten unseren Antrag nach über einem Jahr Bedenkzeit aber leider ab. Als Begründung wurde eine angebliche Wettbewerbsverzerrung angeführt, die eine Regelung auf Bundesebene notwendig mache. SPD und Linke verweisen stets auf den Bund, scheuen sich aber, selbst im Bundesrat aktiv zu werden. Dies zeigt, dass Rot-Rot ein Nachtflugverbot von 22 bis 6 Uhr bisher nicht wirklich anstrebt. Deshalb sind wir froh, dass die Forderung nun noch einmal Rückenwind erhält. Das erfolgreiche Volksbegehren übt erheblichen Druck auf die Koalitionsfraktionen aus. Die Verhandlungen von SPD und Linke mit den Initiatoren des Volksbegehrens werden nun zeigen, wie wichtig den jeweiligen Abgeordneten die Gesundheit der Menschen ist. In dem derart dicht besiedelten Gebiet, in dem der BER gebaut wird, muss sich der Flugverkehr an die Lärmschutzbedürfnisse der Bürgerinnen und Bürger anpassen und darf sich nicht primär an den Geschäftsergebnissen von Flughafengesellschaft und Airline ausrichten. Hier darf es keinen Verhandlungsspielraum geben. Unsere Fraktion bekennt sich aber auch ganz klar dazu, den Nachtflugverkehr nicht auf andere Flughäfen in Brandenburg zu verschieben. Wir fordern Nachtruhe für alle Regionen. Hier sind wir uns inzwischen auch mit den Vertretern des Volksbegehrens einig, sodass wir jetzt gemeinsam für den ersten Punkt des Volksbegehrens, dem Nachtflugverbot, eintreten werden. Wir fordern, dass sich die Landesregierung mit all ihren Mitteln dafür einsetzt. In der Gesellschafterversammlung gegenüber den Mitgesellschaftern Bund und Berlin sowie auf Bundesebene mit einer entsprechenden Bundesratsinitiative für ein deutschlandweites Nachtflugverbot. Ich bin gespannt auf die anstehenden Diskussionen im Landtag und hoffe auf ein positives Ergebnis im Sinne einer Nachtruhe, die ihrem Namen gerecht wird. Am 29. Januar 2013 hatte die Brandenburger CDU die Bürgerinitiativen gegen Fluglärm nach Diedersdorf eingeladen. In der Markthalle des Schlossparks kamen zahlreiche Anwohner des BER zusammen. Kernforderung der CDU war ein Nachtflugverbot von 23 bis 6 Uhr. Warum ist dieser eine Stunde Unterschied zum Brandenburger Volksbegehren so wichtig? Wir wollen einen wirtschaftlich tragfähigen Flughafen, aber der auch über Akzeptanz in der Region verfügt. Von daher wissen wir, dass wir mit der 1 Stunde, wo wir jetzt sozusagen uns noch unterscheiden von dem Volksbegehren, nicht die Wünsche erfüllen können. Wir sehen es aber so, wenn ich mal das politisch betrachte im Landtag, dass wir die einzigen sind, die ein wirkliches und auch sachlich begründetes Kompromissangebot gemacht haben. Was sagen Sie zu dem zweiten Passus des Volksbegehrens? Sie wissen, dass die CDU-Fraktion ja vor über einem Jahr ein Konzept vorgelegt hat
zur Zukunft des Luftverkehrsraums Berlin-Brandenburg. Wir halten das Single-Airport-Konzept für nicht tragfähig, aber es ist in der politischen Diskussion, da ja der Flughafen in Schönefeld ist nur bedingt geeignet, den Flugverkehr oder den Flugbedarf, der da ist, um dem gerecht zu werden. Das wird in den nächsten 2-3 Jahren, denke ich, noch viel deutlicher, als es heute ist. Mittlerweile bekennt sich auch die Brandenburger CDU in Teilen zum Nachtflugverbot von 22 bis 6 Uhr. Die Halbwertszeit ihrer Parteibeschlüsse ist wohl unter dem Druck der Bürgerbewegung immer geringer geworden. Doch die Bürger werden eher selten gefragt. Deshalb wollten wir die Meinung der Betroffenen in Blankenfelde Marlow wissen. Das Volksbegehren lautet zwischen 22 und 6 Uhr. Die CDU sagt zwischen 23 und 6 Uhr. Was würden Sie richtig finden? Also wir haben für 22 Uhr unterschrieben. Damit ist die Sache doch klar, oder? Wie gesagt, direkt Betroffener bin ich nicht, aber ich denke, das wäre eine faire Lösung. Die CDU will zwischen 22 und 6 Uhr schützen. Reicht Ihnen das? Zwischen 22 und 6 Uhr? Ja, natürlich. Irgendwann muss ja der Flughafen trotzdem funktionieren. Ich bin für 22 und 6 Uhr. Können Sie es kurz sagen, warum? Ja, weil das die Zeit ist, wo man einfach die Ruhe braucht in der Nacht. Jeder. Also mir ist das vollkommen Wurst. Na, von 22 bis 6 Uhr, ist ja ganz klar. Also auch für die Kinder, für uns Anwohner hier, die hier alle sind. Also ich finde eigentlich zwischen 22 und 6 Uhr. Ja, danke, warum? Nee, weil die Nachtruhe muss doch auch gewährleistet sein. Ich habe auch einen ganz leichten Schlaf, wohne zwar in Berlin, bin davon nicht betroffen, aber ich fände es richtig. Am liebsten würde ich, dass diese Nacht gar nicht fliegt halt, ne? Wäre natürlich am besten. Warum nicht? Das sind Arbeitsplätze für jeden. 22 Uhr bis 6 Uhr auf jeden Fall. Wir setzen unsere Befragung vor dem Blankenfelder Reichelt fort. 22 und 6 Uhr. Warum? Ja, weil ich auch meine Ruhe brauche und weil ich auch manchmal um 4 Uhr schon aufstehen muss. 22 bis 6 Uhr. Warum? Damit wir alle in Ruhe schlafen können oder vorher auch ein bisschen Fernsehen gucken, auch bei offenem Fenster. Hier, wir haben ein wunderbares Haus, liegt genau in einer Einflugschneise und wir stimmen da natürlich zu. Je länger, desto besser. Also 23 bis 6 Uhr würde für mich auch ausreichend sein. Warum? Ja, irgendwo müssen sie ja schließlich langfliegen und irgendwo müssen sie auch landen und irgendwo muss auch ein Flughafen sein. Staatskanzlei Potsdam. Hier findet am 16. Februar 2013 die erste von vielen weiteren Mahnwachen statt. 20 Aktive aus Kleinmachnow, Teltow und Stahnsdorf haben sich versammelt, um gegen die Steuerverschwendung am BER zu protestieren. Es wird Geld verbrannt. Das wollen die Protestierer mit ihrem Geldkoffer zeigen. Jeder, der will, darf einmal mit Hand anlegen und so erfahren, wie sich Steuergeldvernichtung anfühlt. Erik Ortel von der Problem-BER-Kampagne erklärt. Wir haben ja alle gehört schon, dass 1,2 Milliarden letztlich wieder freigegeben wurden für weitere Maßnahmen am Flughafen. Wir sehen darin eine Steuerverschwendung höchsten Grades. Wir müssten wöchentlich 5.000er Scheine verbrennen, wenn man denn annimmt, dass im Oktober 2015 der Flughafen eröffnet werden würde. Auch hier kann man es hören. Eine der Hauptforderungen der Bürgerbewegungen ist: Entscheiden Sie für ein Nachtflugverbot von 22 bis 6 Uhr. Am 19. Februar 2013 gibt der Ministerpräsident dem Druck nach. Er will jetzt Verhandlungen mit den anderen Gesellschaftern des BER über eine Ausweitung des Nachtflugverbots aufnehmen. Ist die Inschrift an der Staatskanzlei am Ende doch mehr als eine Phrase? Jetzt wurde ein erklärter Gegner von Nachtflugverboten zum Flughafenchef bestellt. Auf den Spagat zwischen Platzeck Nachtflugverbot ja und Medon Nachtflugverbot nein darf man sich heute schon freuen. Es bleibt spannend.